Das perfekte Steak. Zart. Auf den Punkt. Jeder will es, kaum jemand bekommt es richtig hin. Nein, auch er nicht. Galileo-Reporter Harro. Aber es gibt eine Lösung. Sous-Vide. Garen im Vakuum bei niedrigen Temperaturen im Wasserbad. Solche großen Sous-Vide-Garer sind allerdings teuer. Jetzt soll uns dieser Stick die Profi-Gartechnik zum Discounterpreis in die Küche bringen. Können wir damit Fleisch vom Discounter so zubereiten, dass es schmeckt wie ein teures Steak vom Metzger? Für unseren Test hat Harro beim Discounter sein Lieblingsfleisch gekauft. Ribeye Steak. Fehlt noch das gleiche Stück in Metzgerqualität. Das kauft Harro bei Oliver Kleine-Weischede. Der Mann kennt sich aus. Er leitet schließlich eine Fleischboutique. Wir haben hier ein schönes australisches Black Angus. Das ist schön mit Getreide und Mais zugefüttert. Und ich denke, das ist ein guter Gegner. Das australische Ribeye hat allerdings auch seinen Preis. Preis pro Kilo, was wäre das? Also da sind wir bei 54,90 das Kilo. Okay, pass auf, hier wäre Kilopreis, wäre 20,49. Nicht mal halb so teuer wie das Fleisch vom Metzger. Können wir die Steaks mit dem Garstick wirklich so zubereiten, dass sie geschmacklich in einer Liga spielen? Ich nehme das gerne mit, wenn es geht. Okay. Ich würde dich gerne zur Verkostung einladen. Okay. Traust du dich? Ja, doch, werde ich mich trauen, aber gib mir dann das Stück hier. Okay. Nix da. Fleischliebhaber Oliver wird später beide Stücke verkosten. Ob er einen Unterschied schmeckt? Zuerst geht es an die Zubereitung. Mit Hilfe von Heiko Antoniewicz. Er ist Deutschlands Sous-Vide-Papst. Der Spitzenkoch schwört seit Jahren auf die Niedriggar-Methode im Wasserbad. Hallo, Heiko. Ja. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Du bist ja schon richtig am Vorbereiten. Pass auf, ich habe hier auch schon mal das Rohmaterial mitgebracht. Super. Und was hast du da noch? Das entscheidende Ding. Ah, Sous-Vide. Ja. So sehen die Profi-Geräte für mehrere tausend Euro aus. Wir checken den Garstick vom Discounter für nur 60 Euro. Riesenföhn. Ich würde eher Tauchsieder sagen. Das trifft es besser, denn innen ist eine Heizspirale, die das Wasser erhitzt und auf Wunschtemperatur warm hält. Ansonsten reicht ein Topf. Reinhängen, Wasser in den Topf. Und wenn der Stick an der Steckdose hängt, Temperatur einstellen. Ich vermute, da sind jetzt 50 Grad voreingestellt. Ja. Jetzt, was brauchen wir eigentlich, wenn wir das Fleisch machen wollen? Also ich mache es immer, wenn wir Steak braten, 56 Grad. Das ist dann immer Medium. Aus Hygienegründen gart der Profi nur bei mindestens 56 Grad. Anfänger sollten die Temperatur höher einstellen, um Bakterien zu killen. Kann auch das Günstiggerät das Wasser exakt erhitzen? Hat es die eingestellte Temperatur? Passt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich loslegen, wir steaken. Wir steaken. Zack, sehr gut. Die Sous-Vide-Methode soll jedes Fleisch zart machen. Bekommt unser Billigfleisch vom Discounter im Wasserbad also Profi-Qualität? Also Sous-Vide ist ein sehr einfaches Verfahren. Durch das Vakuum, was auch entsteht, kann es jeden Geschmack potenzieren. Einen guten wie auch schlechten Geschmack. Oh. Etwas Gutes wird besser, etwas Schlechtes schlechter. Der Experte hat also kein Vertrauen in unseren Discounter-Stick. Ob er recht hat? Jetzt bekommen erstmal beide Steaks die Sous-Vide-Behandlung. Okay, dann versuchen wir das. Dann befreien wir erstmal die Fleischsorten aus dem jetzigen Vakuum und bringen es in ein neues. Damit unsere Blindverkoster nicht schon an der Optik erkennen, welches Fleisch sie vor sich haben, schneidet Heiko Discounterfleisch und Metzgerware in gleich große Stücke. Bevor das Fleisch in den Topf wandert, brauchen wir ein Vakuumiergerät. Auch das haben wir beim Discounter gekauft, für rund 30 Euro. Ohne Vakuum geht gar nichts bei dieser Garmethode. Sous-Vide heißt ja Kochen ohne Luft. Warum, sehen wir gleich im Wasserbad. Und, ist die Luft raus? Das, was ich immer so auf den ersten Blick auch sehe, der Unterschied zu einem Profigerät, ist immer der, schau mal, hier ist noch ein bisschen Luft. Ja. Das ist kein
vollständiges Vakuum, was da erreicht worden ist. Ja gut, was kostet so ein Profi ein Vakuumierer? Also ein guter liegt schon so um die 2000 Euro. Na, damit erklärt sich's dann doch irgendwie. Und ab ins Wasserbad. Wie lange? Also die Stücke brauchen so circa 30 Minuten bei 56 Grad, um dann wirklich den optimalen Garpunkt von Medium dann einfach nochmal zu erreichen. Okay, perfekt. Der Vorteil von Sous-Vide: im Vakuumbeutel bleiben die Fettmoleküle im Fleisch erhalten. Heißt im Klartext, das Steak behält seinen natürlichen Geschmack. Vitamine und Aromen, die bei anderen Garmethoden im Kochwasser oder in der Luft landen, bleiben im Beutel. Kommt Sauerstoff an das Fleisch, zerbrechen die Fettmoleküle. Die Folge: der optimale Geschmack geht flöten. Bei Obst und Gemüse lässt Sauerstoff die Lebensmittel schneller verderben oder sie verfärben sich. Das kennen wir von einer angeschnittenen Banane oder Avocado. 30 Minuten im Wasserbad sind um. Und die Steaks? Nicht wundern, sie sind noch nicht fertig. Braten kann der Sous-Vide-Stick ja nicht. Kochprofi Antoniewicz entdeckt Unterschiede bei der Fleischqualität. Das ist ja augenscheinlich das, ich sag mal, das Discounterfleisch, einen deutlich höheren Garverlust. Nö, wieso? Von der Größe her, finde ich, hat sich, also auf den ersten Blick, kaum was verändert. Aber die Flüssigkeit finde ich schon echt krass. Je besser das Fleisch, desto weniger Flüssigkeit landet im Beutel. Die Steaks sind gegart, aber so richtig steakig sehen sie noch nicht aus. Was fehlt? Logisch, Röstaroma. Das bekommt auch der Sous-Vide-Papst nur in der Pfanne hin. Jetzt. Und jetzt? Jetzt schicke ich dich raus, glaube ich. Denn Haru und Fleischexperte Oliver sollen die Steaks ja blind verkosten. Konnten wir das günstige Fleisch im Sous-Vide-Garer vom Discounter so pimpen, dass es mit der Metzgerware mithalten kann? Beide Steaks waren 30 Minuten im Wasserbad und bekommen jetzt in der Pfanne noch einen Tick Röstaroma. Für Vitamine und die passende Optik sorgt die Gemüsebeilage. Natürlich auch gegart mit der Sous-Vide-Methode. Na? So, schau mal. Oh, du bist echt gemein. Ich fange einfach mal an. Optisch sehen die beiden Teller exakt gleich aus. Können unsere Testesser einen Qualitätsunterschied schmecken? Das ist hier schon durch. Na, ich habe keine Tipps. Ich vermute, dass das dein Fleisch ist. Und was denkt unser Fleischexperte? Als ich das erste im Mund hatte, habe ich mir gedacht, Mensch, das schmeckt schon richtig gut. Und ich bin auch der Meinung, das ist Fleischboutique und das ist Discounter. Aber weißt du, was viel entscheidender ist? Ob das jetzt stimmt, was wir hier sagen. Weil wir sind ja eigentlich auf einer Meinung, ne? Ja, eigentlich schon. Jetzt, du redest dich gerade um Kopf und Kragen, du merkst ja schon, ne? Okay. Haben die Tester erschmeckt, was welches Fleisch ist? Tatsächlich, auch im Vakuum gegart, konnte das Discounterfleisch nicht mithalten mit dem Steak vom Metzger. Trotzdem, der günstig Garstick hat funktioniert und beide Steaks schön zart gegart. Fürs Vakuumgaren zu Hause liefert das Discounter-Set für unter 100 Euro gute Ergebnisse. Und wenn Sie nicht gerade einen Koch oder Metzger zum Essen einladen, schmeckt kaum einer den Unterschied.